Und herzlich willkommen bei GartenTV. Es ist endlich Frühling geworden und jetzt können wir endlich was pflanzen. Und heute werden wir Erdbeer pflanzen, also Erdbeerpflanzen pflanzen. Und ich habe mich dieses Jahr für die Sorte Tristan entschieden. Da. Und wie wir diese heute einpflanzen, das zeige ich euch jetzt. Also, wir werden die Erdbeeren heute in dieses Gefäß pflanzen. Hier, also hier passen so ungefähr 5 Erdbeerpflanzen rein. Also eine Erdbeerpflanze braucht schon etwas, das Doppelte an Platz wie eine normale Erdbeerpflanze. Also diese Erdbeere wird nochmal um das Doppelte heranwachsen. Also deshalb sollte man immer das Doppelte oder das sogar das manchmal bei manchen Sachen sogar das Dreifache an Platz nochmal mit einberechnen. Genau. Und wie wir die jetzt pflanzen, das geht ganz einfach. Man muss nur beachten, dass man das Herz, das befindet sich hier, genau hier, da wo jetzt mein Finger ist, dass man das nicht mit eingräbt. Das muss noch über der Erde sein. Und dann kann man die ganz einfach reinsetzen. Die Erde muss vorgedüngt sein und sehr moosreich sein und sehr locker. Denn Staunetze mögen die Pflanzen erst überhaupt nicht. Andrücken und fertig. Das machen wir jetzt einmal ringsrum. Hier zeige ich euch das jetzt noch mal ganz genau. Hier sieht man jetzt die Erdbeerpflanze. Und hier ist wie gesagt das Herz. Und da machen wir jetzt das Loch hier. Und dann kann man die so einsetzen, so dass das Herz schön frei bleibt, weil das muss immer schön luftig stehen, weil das ist quasi wie bei Menschen auch das Herz, ne? Sagt es ja schon, Erdbeerpflanzen Herz. Und fertig. Jetzt müssen wir nur noch angießen. Und schön kräftig angießen. Genau, das war's. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal bei GartenTV. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch geben und dann sage ich Tschüss und bis bald.